Ich hole mal das gute Glaswerk hier raus. Ja. Damit wir. Okay, das ist natürlich jetzt 2.0. Und gekühlt sind sie natürlich. Ja. Kühlfach ist ja klar. Schau hier. Da sind die von Bentley. Das ist die Felge und in der Mitte ist das B. Feinstes Kristallglas. Ja, das hört sich auf. Oh. Ja? Ja, ne? So muss das sein. Machen wir wieder zu. Einmal mit Profis, sag ich immer. Dann darf ich mal was einschenken. Ja, unbedingt. Da freue ich mich jetzt schon die ganze Zeit drauf. Mach das mal so. Ja. Ich mach's mal über eine Hose. Nicht, dass wir... Kein Problem. Ich mach uns mal die Tische auf. Ah, das ist gut. Dann kannst du das da drauf stellen. Jawohl. Ich tue zuerst. Danke dir. Sehr gerne. Endlich Sprudel. Es ist Freitag und es gibt Sprudel. Ja. So lobe ich mir das. Und ich habe mich den ganzen Tag schon drauf gefreut. Den guten Renard abstellen. Ja, den stellen wir hier vorne hin. Das ja. Kein Problem. Das wischen wir nachher ab. Ich habe das von einem Anrichttisch hier. Ja, das ist... Ja. So, ah, also so, so, kann ich, so könnte ich mich dran gewöhnen. Also, sag ich ganz, also wir haben jetzt hier zwei... Was haben wir hier von Holz? Das haben, hier haben wir Walnussholz, dunkel, dark tinted, also dunkel getönt. Und ja, diese Tischchen sind optional. Kann man haben, wenn man möchte. Ja, also ich möchte jetzt gerade. Nett, ne? Allein zum Fahren nimmt man das allerdings und steckt das hier unten rein. Da gibt es dann hier, schau mal, eine wundervolle Halterung. Zack, und dann hält das richtig, das ist fest. Da kann man dann auch fahren. Auch massiv. Ja, natürlich, alles Metall. Also hier ist alles Metall, was so aussieht. Und es ist alles Leder, was sich so anfühlt. Fühl ich. Also und es ist alles Holz, was so aussieht wie Holz. Das ist nicht in jedem Auto heute mit der Fall. Okay. Nur mal so. Jetzt trinkt man das, glaube ich. Würde ich sagen, wir stoßen mal an. Hallo. Schön, dass du da bist. Super. Mein Lieber, vielen Dank. Santé. Santé. Aber das tut gut, ne? Das tut schon gut. Ah, schön. Ich stelle das unten rein, das ist mir sicherer. Ja. Herzlich willkommen. Ich habe schon, ich habe leider das erste Glas, deswegen spreche ich noch nicht so flüssig. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, einer neuen Episode von A Bottle With. Heute in außergewöhnlich exklusivem Ambiente. Wir, ja, da komme ich gleich zu, würde ich sagen. Erstmal freue ich mich sehr, einen sehr, sehr spannenden, sehr, sehr coolen, lässigen Gesprächspartner heute zu haben. Guido Graf von Spee. Herzlich willkommen, mein Lieber. Danke, danke, ja. Björn, dass ich willkommen bin in meinem Auto. Es ist nicht meins, aber in unserem Laden. Nein, es ist mir eine große Freude, dass ich mich mit dir unterhalten darf heute. Super. Wir hatten überlegt, wo machen wir es? Machen wir es in Bentayga? Wo sitzen wir jetzt hier? Jetzt sitzen wir in einem Bentley Mulsanne Speed in der letzten Serie, so wie er gebaut wurde bis zum Ende. Leider ist die Produktion ja jetzt eingestellt worden. Haben wir eben schon darüber gesprochen, können wir gleich nochmal drauf vielleicht zurückkommen. Ja. Es ist majestätisch, würde ich es nennen. Also schon sehr royal, das Ganze, also vom Setup, wow. Es ist sehr Bentley. Ne? Das ist die Art und Weise, wie Bentley wirklich groß geworden ist. Jedes einzelne Teil ist hier handverarbeitet in dem Auto. Das Auto wird komplett im Werk gebaut. Also nichts irgendwie mit Zuliefern aus Karosserie von da und dies und jenes, sondern es wird alles dort gemacht. Lederzuschnitt, Karosserieverarbeitung, alles dort. Und das ist natürlich jetzt, dieses Chapter ist jetzt vorbei. Hm. Jetzt kommen die neuen Autos. Jetzt fragt sich der eine oder andere vielleicht, Guido Graf von Spee, hat er so viel Kohle, sich jetzt hier ein Bentley zu kaufen? Und wir sitzen jetzt hier gerade beim Neuwagengespräch und lauschen. Oder was macht der? Wer ist er? Guido, magst du dich einfach mal kurz selbst vorstellen? Ja, klar. Bin ich immer ganz sympathisch. Ja, und ja, klar, ganz gerne. Cool. Also ich bin natürlich, ich bin hier angestellt bei der Gottfried Schulz Gruppe als Geschäftsführer, um diese tollen Fahrzeuge zu verkaufen. Fahre natürlich selbst keinen, also ich würde gerne... Kann ich aber nicht. Und ich glaube, in dem Moment, wo ich dann selbst so ein Auto fahre, dann werde ich es ja auch nicht mehr verkaufen. Aber ich mache das sehr gerne mit Leidenschaft und über fast 20 Jahre jetzt hier bei Gottfried Schulz. Und ja, habe ein tolles Team hier. Das Produkt ist über alles erhaben, macht großartigen Spaß. Und ja, und die Kunden machen auch Spaß. Das ist es. Das Rezept, glaube ich, um sowas knapp oder 20 Jahre machen zu können, glaube ich auch. Ja, ich habe vielleicht eine Sache noch vergessen. Okay. Also die, nur damit die Leute, die zuhören, auch wissen, worum es geht, also, oder wer ich bin. Also ich bin jetzt 54 Jahre alt und habe eine Familie, zwei Kinder, zwei Jungs, auch total auto-crazy.
Und wir leben in Düsseldorfer Norden. Und ja, so viel. Und meine Familie kommt auch aus der Region. Okay. Jetzt haben wir gerade, wir haben ja schon gesagt, es gibt Sprudel. Ganz ehrlich, wir haben Freitagnachmittag und wir dachten, okay, das Wochenende kann man ja schon mal entsprechend einläuten, vor allem in dem Ambiente. Was haben wir hier gerade im Glas und warum? Also ich freue mich sehr, denn immer wenn es Sprudel gibt, bin ich natürlich gerne vor Ort. Grünard. Ja, man merkt natürlich, dass man mit einem Profi spricht. Ne? Nur der Profi darf das Sprudel nennen. Ja, das stimmt. Ich, das natürlich sehr, sehr leger genannt. Natürlich, wir haben hier Champagner aus dem Hause Renard, genau. Wir trinken das heute hier im Auto, weil ich das Getränk äußerst schätze. Und weil es natürlich es ist das Getränk, das wir gerne unseren Kunden auch zugutekommen lassen. Wenn sie bei uns ein Auto kaufen, dann gibt es eine Flasche Renard dazu. Mhm. Einfach, weil es passt. Absolut, stimmt, ja. Top-Qualität passt zu uns und zu unserem Auto. Absolut. Ich hatte auch schon das Glück und an der Stelle liebe Grüße an LVMH und an White Hennessy, auch schon für Renard diverse Veranstaltungen hosten zu dürfen. Zuletzt in Dortmund im Sternrestaurant im Casino. Okay. War auch ein wahnsinniges Event und hat richtig Spaß gemacht. Und ich schätze die Marke auch sehr. Die erste Maison damals gegründet. Damals wurden noch, ich meine, 150 Flaschen produziert im ersten Jahr. Da sind wir natürlich heute weit von entfernt. Dennoch immer wieder erfrischend, immer wieder sehr hochwertig. Du hast die Exklusivität. Ja, einfach gut. Macht einfach Spaß. Hohe Qualität und konstant gut einfach. An der Stelle muss ich nochmal einen Schluck nehmen. Ja, komme ich auch. Ja. Also, macht Sinn. Sehr gut. So, jetzt habe ich natürlich ein bisschen recherchiert im Vorfeld. Oh je. Wer ist der Guido Graf von Spee? Und ich bin auf ein sehr spannendes, sehr, sehr sympathisches, wie ich finde, einen sehr, sehr sympathischen Artikel gestoßen. Und da hast du zumindest aus der Ich-Perspektive geschrieben. Und ich habe zumindest zwei kleine Parallelen festgestellt. Zum einen, du hattest es früher nicht so mit Zahlen. Da bin ich auch heute an diesem Punkt und auch seit Schulzeiten. Und zum anderen, du warst mal Wahlbayer. Mhm. Und das fühle ich auch sehr. Wo kommst du her? Was hast du gemacht? Und das ist zudem, dass wir hier heute im Bentley-Zentrum Düsseldorf sitzen. Ja, also ich habe, das mit den Zahlen ist natürlich so eine Sache. Man ist als... jetzt Spaß natürlich. Ne? Klar, aber das war tatsächlich so. Ich war ein miserabler Schüler, habe die Schule gehasst, fand es furchtbar. Habe dann studiert, habe das allerdings auch nicht zu Ende gemacht. Hatte auch mit Zahlen zu tun. Das war allerdings irgendwie, damals war ich einfach reif für was anderes. So, okay. Was anderes war einfach Aktion und Aktion am Kunden. Ich wollte in den Verkauf, mich hat es dahin gezogen. Ja, da habe ich erst im Verlagswesen gearbeitet und bin dann aber dann relativ schnell zum Auto gekommen, habe das eruiert, großartig. Zuerst wusste ich es nicht, ob ich es machen soll, dann habe ich aber große Fahrt aufgenommen, bin bei Auto König gelandet in München, damals ein großer Player im Markt. Ähnlich wie Auto Becker hier im Westen war das im Süden das Pendant dazu. Ja, und dann gab es einen Anruf irgendwann, ob ich vielleicht rüberkommen möchte, weil man sich hier die Rechte gesichert hat an dem Produkt Bentley, also die Händlerrechte. Habe ich nicht lange gezögert. Meine Familie kommt aus dem Rheinland, also genau genommen aus Sinzig am Rhein. Das ist von hier aus so 100 Kilometer in Süden. Ja. Und habe sofort zugeschlagen und war vorher ja auch schon mal hier. Ich hatte eine Banklehre hier gemacht hier in Düsseldorf. Ja. Und so gesehen, so die Zahlenaffinität war immer so ein bisschen da, aber eher kaufmännisch. Und weniger im statistischen oder sonst irgendwelchen. Habe ich auch gehasst. Sachen. Ja, furchtbar. Also Statistik im Studium, ich hab International Business studiert, allerdings in Köln. Und das war auch echt nicht so gut. Also nicht so gut. Ich freue mich, dass ich mich überhaupt mit dir unterhalten darf, wenn du sowas Tolles studierst. Im Endeffekt, das ist ja BWL auf Englisch mittlerweile einfach nur. Aber Zahlen-Dingen war wirklich nicht meins. Aber gut, es ist auch heute noch nicht. Dafür kann ich andere Sachen. Deswegen, darauf muss ich jetzt nochmal erleben, falls der ein oder andere Dozent irgendwie zuhört, der sagt, der wird wahrscheinlich unterschreiben können, ja, da war Luft nach oben. Aber Sagt mein Chef auch manchmal. Wenn du sagst, ich habe gelesen, du hast das Ding von der Pike aus aufgebaut hier. Ja. Wie stellt man sie, wie funktioniert sowas? Was hast du da an Tools oder an Werkzeug zur Verfügung, um sowas hochzuziehen? Also wir sprechen ja hier von der Gottfried Schulz Gruppe. Das ist der größte private Partner der Volkswagen AG in Deutschland. Mhm. Also die haben über Porsche, VW, Seat, Skoda,
alles an Bord, was man braucht vom Konzern, sind sehr groß in der Region und hatten davor, Bentley zu installieren. Und das macht man dann nicht einfach so ein bisschen, sondern es wird dann ordentlich gemacht. Ich hatte ein Büro in Ratingen im 4. Stock, das war so groß wie der Wagen hier. Und dann hieß es, also innen drin, das war wirklich sehr klein. Dann hieß es, so, jetzt mach mal und such mal eine Location und wir fangen an. Und in 10 Monaten wollen wir gerne eröffnen. Haben okay. Ja, dann haben wir, ja, das ging dann so los und man hat da auch wirklich mich großartig machen lassen, mich sehr gut unterstützt. Es war wirklich viel Vertrauen in mich gesetzt und wir haben dann hier vorne im VW-Zentrum nebenan haben wir gestartet oder sind wir gestartet im Keller irgendwo in der Ecke, durften wir uns eine Ecke ausbauen und sind dann 2007 in dieses Gebäude hier gezogen, was wirklich sehr, sehr gut ist. Ich hatte schön hell, ja. Ja, schön hell, groß, ein herrschaftliches Gebäude, toller Showroom. Ja, und dann habe ich die Leute langsam so eingesammelt da unten im Keller und als wir dann hier hingezogen sind, da waren wir schon 11, jetzt sind wir 18. Oh, okay. Und haben noch eine Marke dazugenommen mit Bugatti. Ja, das hat sich gelohnt für uns, das ist ein tolles Thema geworden, hat sich toll entwickelt, die Marke, und wir sind sehr stark, Center of Excellence in dem Bereich. Ja. Sagst du schon irgendwie, ihr seid auch wirklich international einer der... Wir sind ein großer Player, ja, genau. Großer Player. Jetzt, also bei Bentley sind wir national, es ist ja ein ganz anderes Netzwerk, wir national wirklich sehr, sind wir immer vorne, sage ich mal, so mit vorne mit dabei. Aber bei Bugatti sind wir weltweit Spitze. Also unter den ersten 3 oder 4 sind wir immer in den letzten Jahren gewesen. Da frage ich mich immer, wo die Bugattis alle stehen. Aber gut, die werden wahrscheinlich auch nicht so ausgefahren wie... Ja, die normalen Fahrzeuge. Man sieht sie nie. Leider versauern sie in Sammlungen und wir kriegen sie einmal im Jahr zum Service, haben dann 8 Kilometer gefahren. Ja, oder 12 oder 15, irgendwie so. Zum Standort hier wahrscheinlich dann. Ja, es ist also eher traurig eigentlich. Aber egal. Schade, ja. Ich weiß noch, früher war es für mich so, ich bin, ob es mit dem Vater, mit der Mutter, mit dem Opa war, über die Autobahn durch die Stadt gefahren und dann hast du zwischendurch immer mal was an dir vorbei. Ich sage extra nicht fahren, vorbei schweben, ziehen, sehen. Ja, und dann war da eben vorne ein B drauf oder eben, man hat entsprechend gesehen, okay, Papa, das ist ein Bentley. Ja. Und auch heute ist es noch so, wenn ich oft unterwegs bin und dann kommt ein Bentley entgegen oder steht an einer Ampel neben dir und dann denkst du immer, mein Lieber, bei dir läuft's. Sag ich mir dann immer so einmal ins Auto rein und ich freue mich aber auch, weil für mich ist es ja auch was für die Augen und man muss auch Jönne können, sagt man ja, und es ist auch so, finde ich. Und aber der Kunde ist da auch, das ist lustig, wenn man das so sagt, an der Ampel steht so ein Auto neben einem. Da kann auch so ein Lamborghini Urus stehen und einen anbrüllen, ist einfach ein anderes Statement. Und ich liebe dieses Statement, dieses leicht dahin brummeln. Aber wenn er will, dann kann er auch. Ja? Aber es muss niemand mit so einem Auto über die Kö ballern, 5-mal hin und her, um gesehen zu werden. Die rauschen so vorbei und in Eleganz suchen ihren Parkplatz und perfekt. Ich meine, sie sind ja schon in der Regel sehr, ja, viel ausstrahlende Fahrzeuge, trotzdem sind sie leise irgendwo. Also leise, natürlich vielleicht nicht vom Sound her, aber du weißt, was ich meine, ist schon eher anders. Der Auftritt ist leise, ja, natürlich, ja. Klar, der rutscht ein bisschen durch, der Wagen. Und das durch ist auch gut, ja? Das ist das Wichtige dabei, dass die Leute nicht das Gefühl haben, wenn sie damit fahren, dass das eine Krawallbüchse ist, ja, weil das wollen die nicht. Und jemand, das Durchschnittsalter unserer Kunden liegt so zwischen 54 und 58 Jahren, das ist relativ hoch, ja, aber es ist der Durchschnitt. Ja, das bedeutet, es gibt sehr viele sehr alte, es gibt unglaublich viele junge, mittlerweile Fußballer regional sehr stark. Also das ist wirklich ein großer Kundenkreis geworden von uns. War vor 15, 20 Jahren nicht dran zu denken, dass ein Fußballer ein Bentley fährt. Ja, aber heute sind das schicke, sportive Autos geworden, die einfach was können. Und da rutscht der Fokus auch nach unten im Alter. Hm. Da sind wir direkt bei der Marke oder auch beim, vielleicht was zur Historie. Ich meine, wir alle wissen irgendwo, das kommt aus UK. Aber was sind noch so Sachen, die wissenswert sind zur Marke Bentley? Kannst du da mal so ein paar Facts rausknallen? Ja, rausknallen ist fein. Also, die Autos werden nach wie vor, es ist eine Maß, also nicht eine Maß, sondern es ist eine Manufaktur. Ja. Die Fahrzeuge werden dort von Hand zusammengebaut. Seit jeher, ne? Seit jeher, ja. In Crewe, in Cheshire, ganz früher mal in London, dann in Cricklewood und dann in Crewe seit dem Krieg. Und das ist die Art und Weise, wie diese Autos dort gebaut werden, ist einzigartig. Ist wirklich unglaublich. Sie sehen da, du kommst da in Hallen, da sitzt 100 Meter lang, da sitzen 200 Näherinnen drin, die an Nähmaschinen das Leder zusammennähen. Aber in einer Perfektion und in einer Nettigkeit. Du kannst auch ansprechen, sagen, hallo, wenn du vorbeigehst, willst du mal
gucken oder da willst du mal sehen, den Garn mal anfassen oder so. Unglaublich freundlich, sehr, sehr und sehr professionell. Und über Generationen arbeiten die in dieser Fabrik. Da arbeiten derzeit, ich würde mal sagen, 3.500 bis 4.000 Leute. Den neuesten Stand kenne ich nicht, es gab eine Kürzung, aber ich denke mal, 3.500 sind es immer noch. Und das ist schon riesig und für die Region ein großer Arbeitgeber. Naja, auf jeden Fall ist das das Hauptthema bei Bentley ist immer die Fertigung, die Qualität. Alles, was du siehst, ist das Material, was es ist. Das habe ich schon gesagt. Wenn du dir die Nähte anschaust alleine. Ne? Die Art und Weise, wie es verarbeitet wird, ist eben einzigartig. Was so eine Naht ist, eine Naht, sagt man, das kann man zusammen. Aber eine Naht kann auch was echt Schönes sein. Ja, sie kann eben auch schön sein. Ja? Oder sie kann auch so gemacht sein, dass du sie gar nicht siehst. Ja? Mhm. Und finde, das sind großartige Unterschiede. Du kannst dich in eine Mercedes-Benz S-Klasse setzen, was ohne Zweifel ein großartiges Produkt ist. Ja? Aber es ist im Detail anders. Im Detail anders und im Detail ist der große Unterschied. Was du hier anfasst, ist Holz. Das ist nicht massiv, Furnier, das irgendwo drauf sitzt. Das ist ein massives Holzpanel. Das ist 6 cm dick. Ja, das ist 6 cm dick hier. Und das gibt es überhaupt nicht mehr sowas. Das baut auch keiner mehr, weil das viel zu teuer in den Crash-Themen ist. Das musst du ja alles irgendwie so verarbeiten, dass das nicht splittert und was weiß ich was. Also das ist äußerst, äußerst aufwendig und das können die bei Bentley. Und das macht man woanders nicht, einfach aus Effizienz- und Kostengründen. Und bei Bentley, so ein Auto wie dieser Wagen hier, sage ich mal, 400.000 Euro, die musst du halt auch irgendwo drin finden dann. Ne? Absolut. Und in der Verarbeitung liegt es versteckt, das Geld. Weißt du was, also was werden da im Jahr so an Fahrzeugen rausgeschoben aus der... Ja, also letztes Jahr hat Bentley einen neuen Rekord gehabt, trotz Corona. Echt? Ja, unglaublich. Okay. Die haben über 11.000 Autos geliefert in die Welt. Wahnsinn. Also fakturiert an die Händler, sagen wir es mal so. Aber der Händler war auch gut ausverkauft. Also die Autos sind tatsächlich auf der Straße gelandet. Das ist schon eine beeindruckende Zahl. Also wirklich krass. Da hatte ich jetzt eigentlich tatsächlich erheblich weniger erwartet. Einfach auch aufgrund der handwerklichen Arbeit, die da geleistet wird. Bentley ist Weltmarktführer in dem Segment. Das darf man nicht vergessen. Also weit vor... Also das Segment, damit meine ich das... Wie nennst du das Segment? Das ist das Bentley Luxury Segment, nennen wir das. Okay. Ja, oder High Luxury Segment. High Luxury, okay. Das ist das Segment oberhalb der S-Klasse, sag ich mal. S-Klasse, okay. Also als Bench für die Standard-Luxus- oder luxuriösen Fahrzeuge. Das hier ist die Klasse darüber. Mhm. Und dort sind wir mit 11.000 Autos weit vorne. Also ein Ferrari bauen um die 7.000, dann die Lambos nochmal weniger. Und dann nochmal weniger die Aston Martin. Also da ist ein Riesenunterschied. Das ist schon, wir sind nicht die billigsten, aber wir sind trotzdem der Weltmarktführer. Auch nicht von den Top-Luxury-Brands sind wir auch nicht die günstigen, sondern nach oben hin in jede Richtung möglich. Ich sag mal, wir sind trotzdem der Marktführer. Und das ist schon beeindruckend. Also die Performance von der Marke ist unglaublich. Ja, wenn du überlegst vor allem, dass die Qualität entsprechend wirklich so hoch gehalten wird, dass man so eine Anzahl an Autos eben, ihr sitzt jetzt leider nicht hier drinnen, wirklich leider. Es ist so viele passen dann doch nicht rein. Nee, aber es ist halt wirklich so, alles so unfassbar präzise abgesteppt und es ist ein Traum. Und in der Materialität ist das so schön. Du siehst, du hast das Material durchgehend, auch an der Decke das Leder. Du hast halt dann kein Alternativmaterial mehr. Irgendwie so einen nassen Hund oder sowas an der Decke. Ja, so hat das Pier ich mal genannt, für dieses komische filzartige Zeug, was so im Kofferraum oder an der Decke klebt. Ja. Nee, schon Wahnsinn. Also was macht Bentley so besonders? Das? Ja, das. Einmal natürlich das Produkt selber, die Marke, die Herkunft, das, was die Geschichte dieser Marke an sich ausmacht. Aber natürlich auch der Kunde. Also der Kunde ist schon absolut der ist genauso toll wie das Produkt. Okay. Also du hast natürlich im Durchschnitt, hast du immer den klassischen Drittelmix. Ja? Einen schwierigen Kunden, einen sehr schwierigen Kunden und einen einfachen Kunden. Ja. Das sind so die drei. Aber wir müssen schon sagen, wir sind sehr verwöhnt. Wir haben wirklich tolle Kunden und alles Wiederholungstäter. Einmal Bentley, immer Bentley. Und ich sage auch immer, heute hat wieder jemand ein Auto übernommen, hier direkt vor der Haustür. Das ist jemand, der meinte, Sie wissen schon, das ist mein Vierter. Ach, okay. Der Mann ist um die 80. Okay. Wow. Und da meine ich weiß das sehr wohl. Ich weiß auch noch genau, wann wir den ersten an Sie ausgeliefert haben. Ist ja auch wichtig. Ja, ja klar, das lernt man dann einfach mit der Zeit. Klar. Und das zeigt einfach auch, wie treu diese Kunden sind. Und der Spruch dazu ist immer, am Ende landen sie alle bei uns. Das ist auch so, weil oberhalb, wenn du sagst, ich habe jetzt den 15. Porsche Elva gefahren, ich habe jetzt keine Lust mehr dazu, ich will jetzt mal was anderes und ich habe auch jetzt die Firma verkauft oder an meinen Sohn übergeben, ich darf jetzt mal was anderes probieren. Die kommen zu uns, die landen hier.
Und die gehen dann auch nicht mehr weg, weil da gibt es nichts mehr drüber. Und wenn du so ein Coupé fährst, das ist einfach, wir können es uns nachher mal anschauen, uns mal reinsetzen, das ist wirklich dann eine, das ist wirklich eine andere Welt Auto. Das muss man so sehen. Und die Kunden lieben das. Und wir hatten eine sehr nette Kunde, wenn ich das mal erzählen darf. Ja, klar, sehr gerne. Eine sehr nette Kunde. Darf ich ganz kurz was nachschenken? Ja, unbedingt. Das, ja, tu was rein. Ich habe nämlich Max gerade die Kehle bei mir betrocken, weil die wahrscheinlich auch. Schon wieder, ist schon leer. Dann eine sehr nette Kundin aus der Nähe von Paderborn. Die hatte sich einen Porsche gekauft, einen wunderschönen Porsche, dieses Targa-Modell, als es neu kam, okay. Vor ein paar Jahren. Das war so vor 6, 7, 8 Jahren kam dieser Targa-Bügel. Tolles Auto, kam, super Auto. Und hat ihr Fahrzeug in Zahlung gegeben bei dem Porsche-Händler, ihren Cabrio-Bentley. Okay. Der Porsche-Händler hat es uns angeboten. Ich habe natürlich das Auto sofort erkannt. Ich habe gesagt, Moment, sofort die Kundin angerufen und gesagt, was haben Sie denn da gemacht? Ja, ich musste mir den Porsche kaufen, der ist so hübsch und so. Und der ist auch direkt hier vor der Tür, ist nicht so anstrengend und ist nicht so weit weg und so. Und dann meine ich, naja, alles gut, kein Problem, wir kaufen Ihren Wagen jetzt und dann verkaufen wir dann einen netten Kunden weiter. Und dann hat sie 4 Wochen später angerufen und gesagt, Herr von Spee, es tut mir so leid, ich habe einen Fehler gemacht. Ich will meinen Bentley wieder haben. Nee. Ihren Bentley gibt es nicht mehr. Nee, ich will auch nicht den, aber ich will wieder einen Bentley, weil hier, das ist mir alles zu flach, zu hart. Da komme ich mal mit meinen Schuhen gar nicht richtig mit der Bremse klar und mit dem, ich komme nächste Woche. Dann kam sie mit ihrem Mann zusammen und sie haben beide ein Auto gekauft hier. Das ist wirklich eine Geschichte. Das ist Klassiker. Man sagt ja, einmal Bentley, immer Bentley. Das ist perfekte Werbung. Kannst nicht mehr zurück dann. Jetzt fällt mir gerade ein, ich war jetzt ein paar Mal schon hier, das Team ist ja extrem jung. Da war ich echt einigermaßen überrascht. Ich meine wirklich jung. Das ist, ich meine von bis war ich echt, was haben wir hier? Ein Schnitt von, ich hätte jetzt gerade 30, Anfang 30. Ja, wenn du mich rausnimmst, dann kommst du hin. Ja, ja gut, du bist ja jung geblieben. Aber danke dir. Gerne. Aber jetzt noch einen Schluck. Also wir haben wirklich ein sehr junges Team. In der Werkstatt haben wir das jüngste Team in Deutschland und sind gleichzeitig die beste Werkstatt in Deutschland. Also wir haben nicht nur die beste Werkstatt, sondern wir sind auch groß, eine der absoluten Größten in Europa, was die reine Volumen betrifft, aber die Qualität von meinen Jungs da ist auch sehr gut und wir haben das jüngste Team. Im Verkauf sind wir auch so um die, ich würde mal sagen, knapp über 30. Ja, ne? Das knapp. Finde ich, ich meine, jeder kennt es, man muss überall eine Ausbildung machen oder eine Produktschulung, egal was du verkaufst. Ja. Wie lange dauert es bei Bentley länger? Nein, also ich sag mal, in der Regel. Es geht auch natürlich, das Menschliche ist auch natürlich ein Key. Es geht nur darum. Es geht doch nur um diese Begegnungsqualität. Ja, die muss jemand gleich mitbringen. Das heißt, dieses bisschen. Das Feeling muss. Das bisschen Charme, das bisschen irgendwas, das muss irgendwie dabei sein. Und dann hast du es. Wenn du es hast, dann kannst du es auch relativ schnell umsetzen. Aber du hast natürlich in der Regel hast du eine Vorbildung. Also du brauchst irgendwie ein Automotive-Thema, weil wenn du nicht weißt, wie du ein Auto zulassen musst oder welche Unterlagen du für eine Zulassung brauchst, dann ist das irgendwie auch mühsam. Und hier triffst du ja auf Hardcore-Kunden. Das sind ja die Kunden, also der Kunde hier. Der hat schon fast alles gesehen wahrscheinlich. Der hat alles gesehen, er hat auch alles in der Garage. Ja, weil er hat ja in der Regel nicht nur ein Auto, sondern er hat im Schnitt 8 bis 10 Fahrzeuge. Ernsthaft? Ja, ist der Durchschnitt. Und bei einem Bugatti sind wir bei 36 im Schnitt. 36. Ja, der Bugatti-Kunde hat um die 36 Fahrzeuge im Schnitt. Ja? Okay. So, nehmen wir einen Schluck. Ja, nehmen wir einen Schluck. Aber das ist einfach so, ja, weil das ist natürlich per Definition Luxus überflüssig, braucht man nicht, möchte man aber gerne haben. Man braucht die anderen Autos zum Rumfahren und das hat man einfach zum Genießen. Ja, so ist das. Und wenn du als Verkäufer einsteigen möchtest in so ein Thema, dann brauchst du eine Affinität. Du musst dich gut mitteilen können, du musst frei von Arg sein und auch frei von Neid. Ja? Dieses Thema, das ist ganz schwierig, diese jungen Menschen zu finden und auch so zu formen, dass sie nicht einen Highfly bekommen. Ja? Und dann einfach irgendwann feststellen, also ich will auch so ein Auto haben und ich brauche einen fetten Hermes-Gürtel jetzt, wie meine Kunden auch. Also, als plakatives Beispiel. Ja? Das glaube ich gar nicht so einfach da. Das ist schwierig, aber wenn du die richtigen Charaktere hast und du brauchst Charakter dafür, dann hast du auch eine gute Chance. Und dann kommst du auch mit jungen Leuten gut klar. Der Kunde, wie gesagt, ist im Schnitt älter und hat natürlich einen unglaublichen Auftritt. Ja, der Kunde hat einen fetten Auftritt. Ja, und du musst als 30-Jähriger oder 28-Jähriger natürlich auch da widerstehen können. Ne? Also das heißt, der guckt dich schon mal schräg an und da musst du schon mal hüpfen. Ja? Mhm. Aber du, wenn du es mit Charakter kannst, alles gut. Ah, hier wird ein bisschen rangiert im Auto, im Haus. Problem, alles gut. Gar kein Thema. Vielleicht ist es ein verkauftes Auto, was rausgerollt das wird. Wer weiß. Rauskommt. Jetzt sind wir schon beim Rollen und beim verkauften Autos. Vielleicht mal in die Produktpalette. Die ist ja, also ich würde sagen, genau richtig, aber eben so,
es ist für jeden was dabei, aber auch nicht, dass da irgendwelche komplett Nischengeschichten bei sind, die wo du im Jahr dann irgendwie so 3-4 Autos verkaufst. Was haben wir denn? Wir sitzen da gerade in dem Nischenthema. So? Sitzen wir drin, das gab zu extrem ist. Ja, oder? Das ist einfach die oberste, da ist in der Nahrungskette ganz oben das Ding. Ja. Also hier so ein Auto gibt es zwischen 380 und 450, sowas in der Richtung 1000 Euro, das ist einfach schon mal eine Stange Geld. Ja. Aber wird leider nicht mehr produziert. Die aktuelle Palette, die geht eher so von, ich sag mal, von 200 bis 350. Wirklich? Einstieg ist 200? Ja, so um die 200. Okay. Also ja, der Hybrid Bentayga, der jetzt kommt, der SUV, der jetzt neu auf den Markt kommt, der wird einen Tick drunter liegen können. Aber es ist immer so, es kommt noch ein bisschen Ausstattung dazu. Ja, und klar. Die Ausstattung ist in der Regel so, also nicht ganz ein Viertel des Preises. Es kommt nochmal oben drauf. Und dann bist du schnell bei 220, 230. Wir haben Continental, Klassiker, Roadster, also nicht Roadster, aber Cabriolet. Wir haben den Bentayga. Der ist jetzt seit... Bentayga gibt's gerade den zweiten jetzt, glaube ich. Ne? Ja, genau, ist gerade das große Facelift gekommen. Auch ein bisschen verändert worden, das Auto. Seit 2016 im Markt. Und, ich guck auf die Felge gerade. Die Felge ist echt... Traumhaft schön. Ne? Ja, ist nice. Also, richtig nice. Und ja. Dick, ne? Fettes Ding. Ja. Ja, also die Continentals sind die Coupé und Cabrio. Genau, gibt es jeweils mit 12 und 8 Zylindern. Also jetzt wieder 12. Gab es eine Zeit lang nicht. Ja. Jetzt kommt wieder neu als Speed mit 659 PS. Kommst du über den Berg mit, ja? Kommst du knapp rüber. Und, und dann gibt es noch die Flying Spur. Okay, hier fährt gerade ein Chiron vorbei. Naja, ein Chiron Spur. Nee, ein... Doch. Ja, doch, oder? Ein Spur. Ja, genau. Und die... Continental. Haut einem gleich die Stimme weg. Ne? Also genau, und dann haben wir den Flying Spur noch, der auch als 8-Zylinder ist die Limousine. Der wird auch noch das ist der Nachfolger. Ach, das ist der, mit der rechts. Genau. Ah, okay, alles klar. Genau, das ist unsere Vorführlimousine. Ja. Flying Spur, das ist jetzt ein 8-Zylinder. Traumhaftes Auto, 550 PS, kommst du auch gut voran mit und sitzt auch bequem drin. Ja. Ist also ein neues Auto kann immer alles noch besser als die alten und die sind wirklich jetzt Benchmark. Und endlich sind wir auch technisch wirklich weit vorne. Ja. Also wir haben die Technologie von Porsche geerbt, Panamera 2-Plattform, sage ich mal, unter dem Continental. Darüber das Handcrafting von uns, das passt schon gut. Das ist gut zusammengemischt. Das heißt, wir haben aktuell die 3/4 mit dem Cabrio. Ja, also Cabrio, also Continental, wir haben Continental, Bentayga und Flying Spur. Das sind die drei Linien, die wir haben und jeweils mit Derivat 8 oder 12 Zylinder. Beim Bentayga haben wir im Moment dann den Hybrid als V6 Hybrid. Erstaunlicherweise, hätte ich auch nicht gedacht, aber kommt so. Und dann haben wir den V8 mit 550 PS. Passt da super. Reicht guter das Motor. Denn? Ja, das ist, nein, also jetzt ganz als Palette meinst du? Ja, ja, das reicht schon, aber angekündigt ist ja die Palette zu verändern. Ab 2026 auf jedes Modell elektrisch oder teilelektrisch, mindestens. Und da freuen wir uns drauf, das wird gut. Das wird gut. Aber es ist nicht, dass noch irgendwie noch quasi, dass der Mulsanne irgendwo noch nach... So ein Nachfahrer bekommt? Oder? Ja, ich weiß nicht, wie viele davon produziert oder wie viele davon rausgegangen sind über die Jahre. Ich meine, dafür, dass du ja ein Auto und einen Chauffeur hast auch. Nicht unbedingt. Wer so ein Auto hat, fährt den auch sehr gerne selber. Okay. Sehr weniger fahren. Du musst allerdings dann die Scheiben hinten, da dürfen nicht getönt sein, weil sonst hält dich jeder für deinen eigenen Chauffeur. Das ist immer schwierig. Ja, das ist doof. Ja, gut. Ja. Aber das ist wirklich so. Ja, das lernt man dann irgendwann. Aber sehr viele unserer Kunden fahren das Auto selbst. Sogar als Daily Driver. Ja, weil es einfach ein unvorstellbar tolles Fahrerlebnis ist. Okay. Macht richtig Freude. Okay, ich dachte, ist ja oft so, dass wenn irgendwas zwischendurch ausgelaufen ist, dass da was nachkommt, aber... Nee, leider nicht, also das ist ein... Wirst du ihn vermissen? Ich werde ihn sehr vermissen, ja, aber wir werden ihn sicherlich immer wieder als gebrauchtes Fahrzeug hier haben. Ich weiß gar nicht, wie viel Tausend davon über die Jahre gebaut wurden. 2010 haben die angefangen damit und geendet hat die Produktion jetzt, letztes Jahr. Und ich glaube, das wird uns noch ein Weilchen begegnen und ich bin auch froh, dass es das gibt. Das Auto ist am Ende sehr gut gewesen, also wer noch einen bekommen kann, sollte zugreifen. Wir standen eben davor, da hast du gesagt, wirklich mal... Alles massiv. Der Grill, das ist ja... Stahl. Wirklich, aber wirklich Stahl. Nicht ja, es ist nicht Plastik, wie heute bei jedem Auto üblich, auch bei unseren, sondern bei dem Auto ist das lasergeschnittenes Metall. Das heißt, Emissionen hat man damals noch, 2010 war das noch nicht Hauptfokus. Nicht Hauptfokus, auch am Ende der Produktion nicht wirklich, aber
Ja, also wir reden hier über eine winzige, eine nicht, also ich glaube, der Anteil an Emissionen von diesen Fahrzeugen an der Weltemission ist, ich glaube nicht, dass das nicht messbar ist. Glaube ich auch, ja. Also mit Sicherheit nicht. So gesehen ist das auch, darf man sowas vielleicht auch herstellen. Aber wie gesagt, das ist auch vorbei jetzt und mal sehen, was in der Zukunft kommt. Was denkst du, ich meine, du kennst deine Kunden und du kennst die Bentley-Kunden. Thema Nachhaltigkeit, ist das wichtig? Ja, ist das super was, wichtig. Wo die sollte sagen, ich freue mich auf den Bentayga E? Also, oder? Das höre ich leider nicht. Ja? Okay. Würdest du aber gerne hören. Ich würde das gerne hören. Und der Zeitgeist ruft das einem schon entgegen, das kommt. Mhm. Das ist so sicher wie das Amen der Kirche. Wir merken das ja. Vor 2-3 Jahren haben die Leute dich noch dumm angeguckt und merkwürdig angegrinst, wenn du von Elektro gesprochen hast. Ja? Ja. Und fanden das alle so, ja, weiß ich nicht, also gefällt mir nicht und ich höre ja nichts und alles doof. Heute quatscht dich hier darauf an. Es ist eben so. Ne? Und das Thema ist jetzt, es ist nicht die Sau, die durchs Dorf getrieben wurde, sondern das Ding ist jetzt da und das geht nicht mehr weg. Und es wird immer größer. Ja? Und Bentley Motors hat es natürlich erkannt. Und jetzt zu deiner Frage Nachhaltigkeit. Da ist natürlich die Fabrik der Vorreiter. Es ist die erste Fahrzeugfabrik, die CO2-neutral ist. Okay. Ja, komplett. Kannst in UK? Kannst du gucken im Internet auch, auf der Homepage von denen, siehst du das Ganze, die ganze Fabrik komplett. Und die ist riesig, ja. Komplett unter Solar, ja. Also die sind wirklich sehr weit da. Und das Thema ist hier, dass wir bis 2030 auch alle Retail-Betriebe CO2-neutral sein sollen. Und okay. Das ist auch unser Ziel. Wir planen hier gerade irgendwie Solarzellen aufs Dach zu setzen und hier auch so ein bisschen zu gucken. Wir haben schon die Ladesäulen da vorne angebracht. Also stimmt, ja. Alles in allem wird hier, wir stellen die Kaffeetassen um, CO2-neutral, was weiß ich. Also wir arbeiten auch daran. Okay. Das ist wichtig für uns und ich denke, der Kunde wird das zukünftig auch wissen wollen. Was sind noch Sachen, die einem Bentley-Kunden wirklich wichtig sind, wenn er hier reinkommt ich meine, klar, du findest die Autos bis angefixt, du hast sowas gesehen oder ein Freund hattest oder wie auch immer. Oder du hattest schon 4, 5 Stück. Aber was sind die Sachen, die heute den Bentley-Kunden am wichtigsten sind? Also ich glaube, die super wichtig. Ist das nur das Image? Oder nein, gar nicht. Das Image ist das eine. Das Image, das bringt sie am Ende irgendwie her. Hm. Ja. Aber ganz ausschlaggebend ist die Begegnungsqualität hier im Haus. Ja. Okay. Und wie werde ich gesehen und wie werde ich angenommen? Ich bringe meine S-Klasse zum Mercedes-Service. Wie gesagt, wir reden nur beispielhaft davon. Es ist nicht, das heißt nicht, dass das irgendwie schlecht ist. Ganz im Gegenteil. Es ist ein Top-Produkt, ja. Aber du stehst anschließend in der Schlange bei der Bezahlung an der Kasse, ja. Das stimmt. Und kein Mensch kennt deinen Namen, außer deinem Verkäufer. Die anderen 300 Leute, die da rumlaufen, die pupsen dich an, weil du vielleicht nicht richtig in der Schlange stehst oder die 1,50 Meter nicht anhältst. Mhm. Und das ist hier anders. Wenn hier der Kunde reinkommt, weiß hier jeder, wie er heißt. Okay. Jeder. Und wenn es irgendjemand so aussieht, als ob er es nicht wüsste, dann sagt die Sekretärin dem Bescheid. Da kommt der Herr so und so und dann wird er mit Namen begrüßt, wenn der hier reinkommt. Okay. Wenn wir den Kunden noch nicht kennen, ist das natürlich was anderes. Ja, aber dann hat er entweder einen Termin gemacht und wenn er keinen gemacht hat, dann wird er vorgestellt und dann wird er vernünftig bedient. Und das nenne ich Begegnungsqualität. Finde ich schön. Die gibt es hier. Das ist das, was der Kunde hier sucht und das ist das, was wir ihm versuchen zu vermitteln. Dass er hier sich wohlfühlen kann, dass er hier als Individuum wahrgenommen wird und dass wir hier für ihn da sind. Finde ich schön, weil das ist das heute. Also heutzutage ist ja viel, ne, materiell und Co. Und, aber gut, wenn du natürlich sagst, der normale Bentley-Kunde hat x Fahrzeuge zu Hause stehen, dann geht es nicht mehr um das letzte PS oder den letzten Liter Hubraum, sondern ein Liter Hubraum wahrscheinlich schon. Aber ja, das aber sind du weißt nicht mehr. Aber Petrolheads, da geht es natürlich darum. Ja. Ja, aber die Art und Weise, wie du empfangen wirst, ja, wie mache ich mein Appointment, wird mein Fahrzeug abgeholt oder nicht, muss ich mit irgendjemandem diskutieren, kenne ich die Menschen vor Ort und will ich die kennenlernen, habe ich Lust auf die, ja? Oder will ich den wiedersehen? Ja? Wenn ich oben in meinem Büro sitze und unten kommt der Kunde rein, dann gehe ich selbstverständlich runter und begrüße ihn. Ja? Und dann gehe ich wieder hoch und arbeite weiter. Einfach, weil es so ist. Und ich glaube, dass das in anderen Betrieben dieser Art nicht möglich ist. Oder nicht in dieser Art, sondern in anderen Betrieben wie einem großen Audi-Center. Wie soll das funktionieren? Das geht da nicht. Ja? Ja, stimmt. Da erwartest du das nicht. Aber hier hast du vielleicht diese Erwartung, also musst du ja auch nachkommen. Jetzt sind wir natürlich hier im absoluten High-End-Bentley-Luxury-Segment. Genau, habe ich wieder was gelernt. Jetzt natürlich dann kannst du es nicht komplett auf die breite Masse streuen, aber
Wie verändert sich der Automarkt? Online, offline wird ja immer interessanter für viele. Es gibt diese ganzen Vergleichsplattformen. Wo auch immer, ich meine, du verkaufst kein, behaupte ich, kein Bentley über eine Vergleichsplattform. Also würde ich jetzt Geld für, in die Hand nehmen. Vielleicht auch Corona, du hast eben gesagt, es wurde trotz Corona das beste Jahr bei Bentley letztes Jahr. Gibt es da eine, kann man da was abschätzen? Wie wird sich das weiterentwickeln? Auch, ja, diese ganzen, es gibt ja momentan wahnsinnig viele Faktoren, die damit einspielen. Die teilweise vorgegeben sind, teilweise auch einfach, ja. Also die Art und Weise, wie der Kunde auf uns kommt, ja, also wie du es eingangs gefragt hast, der rennt jetzt seltenst noch mit der Automotor und Sport unterm Arm hier rein und sagt, ich habe in der Anzeige das Auto gesehen, können Sie mir den mal zeigen. Das passiert noch, ja, einmal im Jahr. Aber 90% aller Leute haben im Internet das Auto gesehen, haben angerufen, gefragt, ist er noch da, und haben dann einen Termin gemacht und kommen hier rein. Okay. Also digital ist das Thema schon. Das ist schon digitalisiert. Ja? Also der Kunde hat es vorher schon gesehen. In der Regel weiß er schon alles über das informiert Auto. Und will einfach noch den letzten. Und er kennt den Parallelmarkt auch schon. Das heißt, er weiß genau, wie viel von diesem schwarzen Auto im Netz sind. Oder das ist der einzige hellgrüne in Deutschland. Er weiß das. Ne? Ja. Und vielleicht sucht er genau den und findet den hier. Und kommt deswegen gezielt aus München, aus Ankara oder aus was weiß ich hier hin, weil er das Auto haben möchte. Ja? Mhm. So ist das. Also es ist absolute Zielkundschaft und sie finden uns digital. Ja? Okay. Ihr macht ja auch viel Social Media mäßig. Wir sind seid ihr auch unterwegs? Ja, wir versuchen das irgendwie natürlich mitzuspielen, das ganze Spiel. Es ist auch wichtig und es macht auch Spaß, ganz ehrlich. Du findest einfach jüngere Leute, die auch sich mit der Marke beschäftigen. Das ist lustig, das ist cool. Und Covid? Hat das, ich meine, hier ist natürlich alles entsprechend ausgestattet und überall, ja, du hast hier Spender mit Desinfektionszeug, du hast die Platten am Tisch stehen, die Glasplatten. Ja, kommst du überhaupt nicht drum rum. Das ist klar, aber wie habt ihr gemerkt, dass die Nachfrage weniger wird, dass die Leute Angst haben zu sagen, ich komme jetzt ins Autohaus? Oder? Also ja, wir haben Auswirkungen gemerkt, aber wir müssen auch ganz klar sagen, wir sind schon ein bisschen Gewinner dieser Sache. Okay. Nicht, also Gewinner ist zu viel gesagt. Also wir haben nichts verloren, sagen wir es mal so. Wir hatten letztes Jahr, wie gesagt, Bentley Motors hatte das Rekordjahr letztes Jahr mit über 11.000 Autos, nie gehabt vorher. Wir hatten kein Rekordjahr, was die Stücke betrifft. Wir haben also ein bisschen weniger Autos bekommen. Hatten aber trotzdem ein gutes Jahr. Wir haben gute Gebrauchtwagengeschäfte gemacht, der Markt war sehr stabil, folglich waren die Preise auch stabil und folglich konnten wir ein gutes Geschäft machen. Wir haben niemanden entlassen müssen, wir hatten ganz kurz mal die Kurzarbeit, aber dann haben wir sofort gesagt, machen wir nicht mehr, gehen wir raus und sind einfach wirklich gut durchgekommen. Und deswegen hier Knock on Wood, kann man hier machen. 6 Zentimeter. Genau, 6 Zentimeter. Und haben das gut hingekriegt und es zeichnet sich ab, als ob der Trend weiterläuft. Ne? Unsere Kundschaft ist stabil, muss man auch sagen. Wir sind jetzt nicht abhängig von, sage ich mal, dem Restaurantbesitzer, der die Pizzeria an der Ecke hat. Vielleicht hat der 10 davon, ist doch ein Kunde von uns, aber der hat dann wahrscheinlich ein Problem. Aber, sage ich mal, die Mehrzahl unserer Kunden sind unabhängiger und betrifft es nicht so stark, aber wir sind natürlich irgendwie betroffen. Ja, es stört, es nervt, es geht einem auf die Nerven ohne Ende. Jetzt nicht, dass ich könnte, aber wenn ich jetzt im Lockdown sitze zu Hause, hab Schiss oder bin vorerkrankt, wie auch immer, bin noch nicht geimpft, whatever, könnte ich bei euch über Zoom oder FaceTime ein Auto kaufen? Natürlich Unterschrift, natürlich per Fax, wie auch immer. Also, ich schenke sehr gerne nach, das macht mir große Freude. Besten Dank. Wir sind jetzt so digital, sind wir jetzt nur auch noch nicht. Ne? Okay. Aber wir müssen auch eins dazu sagen, wir haben ein Thema, wie nennt sich das denn jetzt nochmal? Also wenn du ein Auto bestellst, ja, dann kannst du das natürlich online tun. Das heißt, ist passiert auch. Ja, jemand sieht das Auto und sagt, aha, der hat noch 2 Jahre Garantie, das ist ein Neuwagen, 2000 Kilometer, den muss man sich angucken. Ja, der ist mit Sicherheit perfekt. Ja. Ich kaufe den. Ja. Ja. So, er muss aber trotzdem zur Unterschrift zu uns kommen. Okay. Ja, weil du hast ja die... Du musst es garantieren, du musst den Mann einmal gesehen haben, sonst kann er das zurückgeben, wie bei Amazon. Das Auto einfach zurückgeben. Ja, du kannst ihm das Auto schicken, ja, und dann hat er das und fährt das 14 Tage und sagt er, hier, nehmen Sie zurück, gefällt mir nicht. Auch keinen Grund dafür. Ne? Ja, verstehe. Okay. Das ist leider so. Und deswegen, aber bei Porsche ist das ja schon ganz weit. Ne? Da ist, die haben schon online, kannst du online Bestellung,
Ja, aber auch da am Ende musst du ins Autohaus, musst unterschreiben und einmal dort vor Ort gewesen sein. Sonst hast du diese Rückgabethematik. Ja, ist ja verständlich, alles gut. Aber das, da hast du ja zumindest schon mal diverse Wege oder zumindest... Ja, wir arbeiten daran. Und der Hersteller arbeitet auch daran. Also, wichtig, glaube ich auch, ja. Fernabnahmegesetz heißt das übrigens. Fernabnahmegesetz. Ja, so heißt das. Ist das nur bei Autos? Oder? Ich meine, nein, bei allem. Du darfst ja alles zurückschicken, weil du hast ja dieses Fernabnahmegesetz. Deswegen darfst du ja bei Amazon oder Zalando, bestellst den Kram, kommt zu Hause an, gefällt dir nicht, schickst zurück. Ach so, ja, okay, ja, klar. Das kannst du beim Auto ganz genauso machen. Der Unterschied ist, wenn du ein Auto bestellst, ja, also bestellst, also konfigurierst, ja, für dich konfigurierst, ja, dann ist das was anderes. Da ist dann, weil es individualisiert ist. Klar. Und zwar in einem großen Grad. Und das ist was anderes. Aber ansonsten, so ein Auto hier, gebrauchtes Auto, was auch immer, scheiß, also spielt keine Rolle, welches Auto. Was hier steht, kannst du so ordern, kannst du auch zurückgeben. Okay. Deswegen Vorsicht. Jetzt hast du gerade, die hatte ich jetzt nicht die Frage, aber kam es gerade, individualisiert. Das heißt, diese Naht hier, die schwarz ist, könnte ich die rot haben? Theoretisch? Also jetzt ja, Glas, also, der Mulsanne nicht mehr bestellbar, aber jetzt... Die machen... Also für Geld machen die alles. Wie jeder. Nein. Na, also ich würde mal sagen, wir machen das fast alles für Geld, aber du kannst die Naht tatsächlich in einer anderen Farbe haben, aber man gibt bei Bentley Motors schon auch darauf Acht, dass die Autos nicht also durchdrehen. Ja, also dass der Kunde, also es gibt irgendwelche, wenn das ein Pop-Art-Künstler ist, keine Ahnung, der weltweit berühmt ist, der kann wahrscheinlich sein Auto innen in 8 Farben gestalten, wenn er Lust hat. Ja. Aber ganz grundsätzlich habe ich hab ein Problem, wenn ein Kunde reinkommt und sagt, aber ich hätte gerne das Auto mit grünen Nähten, blauen Paspeln und hellrosa und hier noch, grün, dann sagt das Werk, es tut uns leid, wir können das nicht bauen. Weil, oder wir bauen das nur, wenn das Auto voll angezahlt ist, also einfach nur, um da ein bisschen abzuschrecken. Klar. Weil das ist nicht wiederverwendbar, verwertbar, so ein Stimmt, Auto. Ja, gut. Ja, und erzeugt möglicherweise im Markt ein merkwürdiges Echo. Ja? Und der Hersteller muss ein bisschen gucken. Ganz grundsätzlich würde ich aber sagen, ja, wir können eigentlich alles machen, was der Kunde möchte, wenn es nicht total durchdreht. Ja, also okay. Wir können auch, wir haben auch schon Kunden gehabt, die, also jetzt wir nicht, aber ich weiß einen, der im Garten einen alten Kirschbaum hatte und den in seinem Auto verarbeitet hat. Hat die Wurzel, also nicht das Straight Grain, also vom Stammholz anliefern lassen im Werk und die haben das verarbeitet. Wow, okay. Ja, das kann, also sowas gibt es auch. Ne? Was ist der der abgefahrenste Kundenwunsch, das abgefahrenste Extra, das mal angefragt wurde? Wo du sagst, hui, das ist aber mal was Exotisches. Jetzt muss ich echt überlegen. Also ich habe, als ich anfing, da war Mulliner, also Mulliner ist die Abteilung bei Bentley, die diese Sonderwünsche erfüllt. Sowas wie AMG bei Mercedes oder die M GmbH bei BMW. Genau. Oder individual bei Audi. So ist Mulliner, das ist ein altes Thema bei Bentley, die heißen so und die machen die Sonderwünsche. Und als ich anfing seinerzeit, da gab es einen Kunden, der hat ein Continental T gekauft bei mir in München und der hat dann die ganze Mittelkonsole sich umbauen lassen in einen Humidor. Ja, also in einen Humidor. Ja, mit Zahlenschloss. Ja, also elektronischem Zahlenschloss. Das war 1999. Elektronisches Zahlenschloss? Ja, okay. Also so ein Zahlenschloss, piep, 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 ping. Und dann ging das Ding auf. Ja, da hat er auch, wenn er abends unterwegs war, hatte ein paar Sachen drin gehabt. Also ein Safe im Endeffekt. Ein Safe und war alles Mögliche drin. Ich habe auch was gesehen, wusste ich nicht, dass er das da auch rein tut. Also es war dann so ein, hatte eine Trommelrevolver war das, glaube ich. Okay. Und meinte, er bräuchte das, er würde das Auto auch öfter im Osten fahren und so. Also naja, wie auch immer. Das war, das fand ich ja schon alles, war sehr spooky, das war auch unvorstellbar. Damals waren die Autos, die Bentleys, ungerechnet viel teurer als heute. Okay. Damals hat dieser Wagen 880.000 D-Mark gekostet. Ja? 880? Das war der Continental T, also das ist damals die große Coupé. Ja. Wir haben das da reingebaut, diese Sachen, das war schon beeindruckend. Der hat auch andere Kotflügel bekommen und also da wirklich haben wir viel, viel verändert. Ja. Und anderes Sitzmuster, der hatte dann die Namen von seinen Kindern also in den komplette Dingern. Individualisierung. Ja, komplett individualisiert. Der hat 180.000 D-Mark Individualisierung drin. Das war schon für damalige Verhältnisse 1999, das ist jetzt 22 Jahre her, war das schon extrem. Ja. Das war so eigentlich mein Haupterlebnis. Okay. Ansonsten hatten wir schon alles Mögliche von die Klassiker. Umbauten, also alles. Okay, oder so ein Save in der Mittelkonsole. Okay, das ist auch ein Statement, ne? Ja. Also absolut. Was fährst du für einen Firmenwagen?
Bentayga? Ja, du bist ja echt witzig. Ne? Nee, wir sind bei Gottfried Schulz hier, wir müssen auch aufs Geld achten. Nein, also ganz ehrlich, ich bin ja gesegnet mit, wir haben 4 bis 5 Vorführfahrzeuge, die immer zugelassen sind. Also wenn ich ein Bentley brauche, dann für eine spezielle Situation, natürlich mit Kunden zusammenhängt, dann kann ich mir natürlich so ein Auto einfach nehmen und auch das benutzen. Aber privat bin ich eher da anders unterwegs. Ich habe privat eigentlich nur Oldtimer und fahre als Dienstfahrzeug so ein Skoda Kodiaq. Ja, also, echt? Ja, klar, okay. Da passt der Hund rein. Wir haben ja so einen Retriever. Da passen meine 2 Kinder rein und wenn die da drin gesessen sind, auch kein Bentley fahren, meinst 200 du? Kilometer da drin gesessen sind, dann sieht das aus, da leben da Tiere drin. Also hat man das Gefühl, naja, nicht so unbedingt. Aber da sehen die Autos ja aus, als ob sie irgendwie, naja. Und ansonsten habe ich einen alten Porsche und einen alten BMW, also 3,0 Liter CSI von 72 und ein 73er Porsche und sowas. Das fahre ich eigentlich, wenn ich wirklich Auto fahren möchte. Nice, okay. Weil das ist mein Job. Hast du noch Feedback dann auch richtig? Ja, da habe ich Feedback. Aber das brauche ich nicht unbedingt, das macht mir persönlich aber Spaß. Das hier, das ist meine Arbeit, ja? Das ist mein Werkzeug, das benutze ich, um es zu verkaufen, auch als Vorführwagen. Da ist der Sex, sage ich mal, für mich so ein Fahrzeug jetzt unbedingt fahren zu müssen, ist dann nicht so hoch. Ne? Ja, verstehe ich, okay. Dein Lieblingsmodell? Das ist jetzt kein aktuelles, kann auch... Doch, mein Lieblingsmodell ist das, wo wir drin sitzen. Ja. Das finde ich, das ist verkörpert die Marke am allerbesten. Das okay. ist, finde ich, der handwerklich der Olymp. Ja? Das können die anderen Autos nicht bieten, egal wie viel Elektronik und Mäusekinos die an jeder Ecke haben. Mhm. Aber das finde ich ist hier schon, das ist schon Benchmark. Und so ein Continental, das ist ein lustiges Auto für, ich fahre mal, will mal ein bisschen rumheizen. Ja? Ja. Dann ist das toll, weil das mit dem drehenden Display da drin, ja, okay. Da dreht sich dann diese Toblerone da in der Mitte um und dann hast du entweder 3 Uhren oder du hast dann Navigation drin. Das ist natürlich unvorstellbar. Spielerei. Also sehr geile Spielerei. Ja? Okay. Aber ich brauche es nicht persönlich unbedingt, aber in dem Auto macht es Sinn. Das hier ist meine Welt. Okay. Ne? Kühlschrank hier hinten drin, Shampoos drin, alles gut. Fair. Jetzt ist man natürlich, also die Erfahrung habe ich selber auch gemacht, weil ich ein paar Bekannte habe, die das entsprechend machen. Wenn du im Autohaus arbeitest, ob jetzt als Geschäftsführer oder auch einfach als Verkaufsberater, du machst dir die meiste Zeit, bist du ja im Haus. Also ja. Du bist viel Zeit, verbringst du hier in der Bude, sag ich mal. Was machst du, wenn du nicht hier bist? Du hast gesagt, Oldtimer hast du schon gesagt? Ja, was ich bin gesegnet mit einer unglaublich tollen Familie. Ja? Nicht nur meine eigene Familie hier mit meinen 2 Buben und dem Hund und meiner Frau, toll, sondern auch meine weitere Familie, Mutter, Vater, Bruder. Also wir lieben uns alle, mögen uns sehr. Da bin ich gesegnet, da habe ich viel von und ansonsten bin ich total naturverbunden. Gehst du jagen, habe ich gesagt. Ja, im Winter gehe ich auch mal jagen und Tontauben schießen wir ja auch gerne. Ach, also solche Sachen. Ich bin jetzt nicht der totale Ultrajäger, sondern ich bin eher so ein bisschen, wenn ich mal eingeladen werde, ist nett. Und draußen in die Natur ist für mich eigentlich das Allerschönste. Ja, und ansonsten eben ist die Zeit, die ich hier nicht verbringe, verbringe ich einfach unglaublich gerne mit meiner Familie. Ne? So. Meine beiden Jungs sind jetzt 9 und 11. Das ist einfach gigantisch, wie schnell die wachsen und wie schnell wie schnell man was verpasst. Ja, und das habe ich, das darf nicht sein. Und deswegen muss ich sehen, dass ich möglichst viel Zeit dort verbringe. Das hört sich gut an. Das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort, oder? Ja, also je nachdem. Also, die Flasche ist noch nicht leer, aber. Nee, aber wir haben eben schon so 1, 2 Stimmen gehört, die auch noch einen Schluck nehmen würden. Ich würde auch gerne noch einen in der Runde trinken. Also, ja, sehr wahnsinnig gerne. Guido, ganz, ganz lieben Dank. Ich fand es ein mega Gespräch. Ja, ich fand es total tolle Insights. Und das in einem unvergesslichen Ambiente. Leider eingestellt, wie wir erfahren haben. Tausend Dank, mein Lieber. Jo, für die Björn, Zeit. Mich hat das jetzt gefreut, das ist das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Und nicht nur wegen des Champagner, einfach toll, sondern auch mit dir. Lustig, hat Spaß gemacht. Klasse. Und soweit ich das überblicken kann, wird dieses Jahr noch das ein oder andere kommen mit Bentley. Ja, wir haben viel vor. Wir haben viel vor, genau. Und ich habe wahnsinnigen Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ja, ich bin mir sicher, dass ihr das habt, gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts folgen. Es geht bald weiter mit 9 Episoden und bis dahin schaut noch mal ein bisschen rein in die Bilder, in die Stories zu Bentley. Es sind unfassbare Produkte, macht wahnsinnigen Spaß und einfach nur hier hinten zu sitzen und sich einfach diese Nähte anzuschauen, das ist wirklich atemberaubend. Bleibt gesund, bis bald, liebe Grüße und macht's gut. Bye bye. Servus, ciao. Ciao.